Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Margina Trader und, was viel wichtiger ist, mit Carsten Berger. Und schön, Carsten, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von ExisLets. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln aufgrund eines Kommentars hier im Chat. So, das hat mich natürlich jetzt, Michael, ein bisschen aus dem Takt gebracht, aber wir müssen trotzdem den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken und unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. So, gute Laune ist schon mal garantiert, Carsten. Deswegen wollen wir das mal beibehalten und ich übertrage sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Neto, für die Nelson. Neto, sage ich schon. Nelson, für die Übertragung. Ja, Ich siehst musste du, auch geht's schön direkt lachen. weiter. Der Micha bringt uns gleich hier aus dem Tritt. Aber ist ja lustig. Ich lache ja immer gerne. So, Bildschirm übertragen, einschalten, dann wieder auswählen. Das kennt ja auch schon jeder, der dabei ist, dass ich dann immer umspringe. So, dann auch von meiner Seite aus alles Gute zu diesem schönen Abend. Die Sonne scheint, also ich kann das nicht nachvollziehen, dass es bei Micha regnet. Dann solltest du vielleicht über einen Umzug nachdenken, denn hier in Brandenburg, da scheint mächtig die Sonne heute. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen von dieser positiven Stimmung mitgeben. Und von daher fangen wir doch einfach mal an. Risikohinweis hat der Nelson schon gemacht. Aber ich habe den immer auch mit drin, doppelt hält besser. Die meisten kennen mich schon, während ich hier kurz mal erzähle, was wir überhaupt hier in der Perlentaucherstrategie, wie wir da vielleicht dahin gekommen sind, kann man das ja mal überfliegen. Die Details zu mir. Perlentaucherstrategie hat einfach mal ein Freund zu mir gesagt, er hat gesagt, du suchst dir immer irgendwie die Aktien aus, die besser performen als eine Benchmark und das klappt in der Regel ganz gut. Und das ist ja wie Perlentauchen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das mal als Name für diese Strategie. Ich selber kann nicht tauchen, außer mit dem Schnorchel. Vielleicht mache ich das nochmal in meinem Leben, damit ich dem Foto auf meiner Homepage und hier auch bei FXFlat gerecht werde. Obwohl, der trägt auch keine Tauchflaschen. Also von daher kann ich auch so die Perlen holen. Okay, ihr habt meine Daten so ein wenig überflogen. Ich bin Margina Trader Experte, kann ich schon sagen, weil ich seit 2013 tief involviert bin, sage ich mal, mit der Verwendung des Margina Traders und bei einigen Add-ons auch mit dabei war in der Entwicklung und immer noch Kunden betreue, die dieses mächtige Tool benutzen und immer wieder gerne auf mich zurückgreifen, wenn sie halt eine Frage haben. Deshalb haben wir auch bei FXFlat noch eine andere Webinarreihe, nämlich FXFlat Helpdesk, welches auch immer einmal im Monat hier stattfindet. Da müsstet ihr euch mal separat anmelden. Da könnt ihr nämlich live eure Fragen an mich stellen. Und wenn das nicht zu komplex ist, dann können wir dieses Problem dort gleich lösen. Das ist doch besser, als eine E-Mail an den Support zu schreiben. Ne? Andererseits können wir natürlich auch, wenn wir das nicht lösen können, schaue ich nach, ob ich das in meinem Büro löse und euch dann einfach eine E-Mail zukommen lasse, wenn ihr mir vorher eine geschrieben habt. Okay, was machen wir heute hier? Ich muss immer die kleine Einleitung noch machen. Ich sage es immer wieder, im Januar gab es den Beginn für diese Webinarreihe und dort bin ich tiefer in die Materie etwas eingestiegen, damit man das Grundverständnis hat für diese Strategie. Und wenn ihr das nachsehen wollt und nacharbeiten wollt, weil ich das hier nur ganz kurz anreiße, dann könnt ihr auf meine Homepage gehen. Ich ziehe das mal kurz rüber. Geht hier auf Leistungen, Webinar und Videos. Und dann seht ihr hier einmal die Videos zur Perlentauchenstrategie. Da könnt ihr euch auch zu den Webinarreihen anmelden. Klickt da drauf und dann findet ihr hier auch die Termine. Könnt euch hier anmelden. Und auch die Aufzeichnungen zu diesen Webinarreihe. Teil 1 ist hier sehr interessant, weil dort einfach mal meine Strategie näher erklärt wird. Also das empfehle ich einfach mal,
Und für diejenigen, die gar kein Verständnis für diese Strategie haben, gibt es jetzt hier auch nochmal eine kleine Einweisung von, da haben wir 5 Minuten. Danach kommen wir zum Hauptthema, und zwar die Märkte im Blick. Bei mir ist das Marktklima. Ja, was ist los in den Märkten? Was ist los in den entscheidenden Rohstoffen, die mich jedenfalls interessieren? Schauen uns die Indizes an, werfen dann einen Blick auf die entsprechenden Aktien, die ich da vielleicht sehe. Und wir werden diesmal einen Rückblick machen. Beim letzten Webinar habe ich erklärt, der SDAX sieht gut aus. Und was das den Unterschied macht, ausmacht letztendlich, wenn man den Index handelt oder sich mit dieser Strategie einen Wert raussucht, der halt dann auch besser performt, möglichst besser performt als die Benchmark. Das zeige ich euch heute, wo da der Unterschied liegt. Und natürlich könnt ihr euch einfach mal eure Aktien mir zusenden, und zwar in den Fragenbereich, und hineinschreiben, welchen Titel ihr habt. Am besten, wenn es amerikanische Aktien sind, das Symbol, weil das geht im Agina Trader am schnellsten einzutragen. Okay. Dann ganz kurz mal erklärt, wie ich eigentlich systematisch vorgehe, das Screening zu machen, ist das Hauptelement meiner Strategie. Na, viele machen das ja im Internet. Ich mache das im Magina Trader, da ist das von mir selbst erstellt worden. Und wir schauen heute auf die Indizes. Genau das mache ich auch immer, weil ich will ja wissen, wo bin ich gerade im Markt verortet? Ist der relativ teuer, der Markt, oder ist er relativ billig? Das ist nicht aufgrund von fundamentalen Entscheidungen von mir gewichtet, sondern eher der Chart-Situation. Ja, also mich interessiert im Endeffekt, was passiert dort mit den Indizes, wie verhalten die sich gerade. Und dann ist es doch schon sehr entscheidend, ob ich mich für den amerikanischen Markt beispielsweise erstmal in der Grundentscheidung entscheide oder sage, naja, irgendwie läuft ja hier in Deutschland der Markt im Moment gerade besser. Und dann kann ich nochmal unterteilen und sagen, naja, ist es denn der DAX, sind es die großen Werte oder sind es eher die kleinen wie ein SDAX oder die ganz, ganz kleinen Werte, die sich in einem CDAX letztendlich verortet sehen. Wenn ich dann diesen Markt finde und sage, ja, der Markt sieht besser aus, dann ist es natürlich auch entscheidend, welche Form von Timing ich hier benutze. Gehe ich lieber in den Markt hinein, wenn der Markt 4, 5, 6, 7 Tage hintereinander gestiegen ist? Und wie sieht es mit meinem Risiko dort aus? Ja, also mein Verständnis werdet ihr dann natürlich auch in den Charts dann etwas näher sehen. Und natürlich weiß ich auch, wie ich mein Depotrisiko steuere, weil wenn der Markt schon lange gestiegen ist und ich noch nicht mit allem Kapital drin bin, dann kann ich bei weiter ansteigendem Markt ohne eine Korrektur letztendlich ein erhöhtes Risiko für mich ins Depot legen, und das muss ich natürlich auch steuern. Dafür brauche ich die Indexanalyse. Diese Art der Analyse setzt sich auch genauso von der Art in der Branche fort. Also man braucht letztendlich auch nichts Neues lernen. Und Charts kriegt man ja auch aus dem Internet bei verschiedenen Plattformen und kann sich letztendlich auch da die Branchen anschauen, was ich sehr empfehle, weil das Timing dort viel diffiziler ist, weil ein Index hat Gewichtungen. Ja, große Werte sind oben. Meistens, wenn performen dann, wenn der Index steigt. Und wenn man hier zurückgreift, vielleicht auf Indizes, die nicht gewichtet sind, dann hat man dort einen besseren Erfolg. Und man sollte natürlich auch nie vergessen, eine Branche ist da wirklich feinfühliger. Und auch genau hier setze ich an und sage, welche Branche ist denn jetzt im Moment die Branche, die gespielt werden muss, um dann auch hier wieder ein Timing-Instrument zu haben, zu sagen, okay, Branche hat am besten performt, korrigiert jetzt. Jetzt gucke ich mal in der Korrekturphase nach Werten aus dieser Branche und die dann wiederum als Aktie direkt gehandelt werden. Und die Auswahl entscheidet sich dann auch wieder die gleiche Analyse, welche Form des Charts legt diese Aktie hin. Und letztendlich bildet sich das alles ab aus dem Index Branche Aktie. Status, und es bleibt von der Betrachtung her immer das Gleiche, weil ich das im Chartbild genau das Gleiche sehen will, letztendlich wie im Index. Und wenn die Aktie reif ist, kommt sie auf die Watchlist. In der Regel bildet sie aber auch ein valides Handelssignal aus. Wann? Natürlich erst dann, wenn der Markt geschlossen ist, denn ich handle auf Tagesbasis. Ja, man kann meine Strategie auch auf Stunde handeln, dann braucht man aber eine größere Nähe zum Markt. Und auch Intraday ist das möglich, aber da braucht man noch eine größere Nähe zum Markt und man muss halt mehr vorm Rechner sitzen.
Ich für meine Form habe die Tagesanalyse gewählt und auch den Tageschart, weil das, sage ich mal, eher meinem Lebensstil entspricht. So, natürlich habe ich auch ein Angebot für diejenigen, die noch nicht dabei waren oder dabei sind mit einem Konto bei FX Flat zum Beispiel. Der kann sich eine Coachingstunde sichern, und zwar, wenn er ein Konto bei FX Flat eröffnet. Und könnt ihr auch gerne auf meiner Homepage mal schauen, bei Leistungen und Services. Wenn ihr dort ein Konto eröffnet, dann bekommt ihr eine Coachingstunde von mir gratis, und diese halte ich live via Zoom, ja, 1:1. Könnt ihr verwenden, entweder für den Agena Trader, wenn ihr den benutzt, technische Fragen habt, oder aber sagen, okay, ich habe hier eine Strategie, möchte die mit dir besprechen oder die Perlentaucherstrategie beginnen zu lernen. Viele nutzen diese Möglichkeit, um dieses kostenlose Fortbildungsbereich an ihre Coaching für die Perlentaucherstrategie zu nutzen. Natürlich kann man auch einen Agena Trader erwerben. Wer das über meinen Link macht, über meine Homepage, bekommt dort auch eine Coachingstunde gratis. Kann die natürlich auch für das Agena Trader Produkt benutzen oder aber individuell für die Strategie seiner Wahl oder der Perlentaucherstrategie. Wenn ihr das macht, dann schreibt mir einfach eine E-Mail kurz an cb@tradercoach.de, damit ich weiß, hey, ich habe ein Konto eröffnet, damit wir auch den Termin absprechen können oder uns auch schon im Vorfeld verabreden können zu einem kostenlosen Vorgespräch, um eventuelle Fragen einfach zu klären. Also sollten heute hier Fragen bei euch auftauchen, scheut euch nicht, mir eine E-Mail zu schicken. So, und schon gehen wir live in den Indexchart. Das waren jetzt so, ja, 8 Minuten, ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich hole mal den Agena Trader rüber. So, das ist die aktuelle Version, die wir zurzeit haben. Und zwar auch in unserer Gruppe. Die Leute, die bei mir in der Gruppe sind, weil es Coaching durchlaufen haben, bekommen ein Update immer kostenlos dazu. Und diese Entwicklung, die daraus aus der Gruppe herauskommt, wird dann letztendlich an die entsprechenden Teilnehmer verteilt. Also viele Ideen kommen dann auch, wenn sie in diese Strategie hineinpassen, von den Teilnehmern aus dieser Gruppe, und die erhalten dann, wenn ich es eingearbeitet habe und für sinnvoll erachtet habe, ein Update kostenlos, das man im Endeffekt auf den Agena Trader aufsetzt wie ein Add-on oder wie eine App aufs Handy. Im Agena Trader Shop werdet ihr mein Add-on nicht finden. Dieses Add-on ist, sag ich mal, bei mir anzufragen und wird dann auch 1:1 live installiert. Ihr seid dann nicht alleine und bekommt noch 5 Stunden Coaching gratis dazu. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich einfach an. Wir unterhalten uns via Zoom 1:1 bei einem 30-minütigen Gespräch. Okay, ihr seht hier schon den Markt letztendlich, was ich habe. Marktklima nenne ich es. Wir sind schon drin. Und ihr seht auf der linken Seite hier die entsprechenden Indizes. Ich handle überwiegend deutsche Aktien und amerikanische Aktien. Deswegen sind das die Indizes, die mich überwiegend interessieren. Weiterhin seht ihr hier drin Gold, Silber und Öl. Warum? Ja, weil das halt oft Aktien sind, die sich dahinter verbergen und die ich dann auch gerne handle. So, sollte jemand Fragen haben, kann er das natürlich gleich hier hineinschreiben. Wir fangen einfach mal an. Ich sortiere mir die Werte immer ganz gerne nach der Trenddynamik. Das heißt, die Werte, die weiter oben stehen, sind die der Werte, die sehr gut performen. Und hatte in der letzten Woche ein Gespräch mit einem Coachee. Das war sehr interessant. Da haben wir die Märkte auch analysiert und kamen zu dem Schluss, dass der SDAX doch relativ stark ist und sehr dynamisch, und deshalb haben wir den SDAX bei uns auf die Liste gesetzt. Was ist im SDAX passiert? Nun, wenn wir die Woche zurückschauen, fügt man den Chart zurück, das finde ich ja ganz interessant, dann sehen wir ja hier, dass der SDAX letztendlich der Wert für die etwas kleineren Aktienwerte im deutschen Markt hier über diesen Widerstand, der sich auf Wochenbasis, hier unten sieht man den Wochenchart, ausgebildet hat, zu erkennen hier in dieser grünen Zone, drüber hinausgelaufen ist und vorher schon einmal hier angestoßen ist. Das ist interessant zu sehen,
weil alle, die Ausbrüche handeln, ja natürlich hier, wo das letzte Hoch, das war am 16. Februar und dann das Hoch hier überschritten wurde am 6. April, nur kurz angetestet wurde, bevor der Markt wieder in sich zusammengesackt ist etwas und korrigiert hat, was auch völlig normal ist. Das ist eine Situation, die sehr, sehr häufig passiert und ich mag es nicht, Ausbrüche zu handeln. Es sind einige dabei, die aus meiner Gruppe sind, die wissen das, das sage ich auch immer, Ausbrüche sind gut zu handeln, aber vielleicht nicht unbedingt auf Tagesbasis. Ja, wer hier auf Stunde glücklich wird oder auf Minute, könnte sein Glück probieren. Es gibt aber eine günstige Situation und das ist meistens ein Ausbruch über einen Widerstand und einen Rücklauf. Warum ist das so? Weil eventuelle Orders, die hier oben drüber liegen, einfach abgearbeitet werden. Und hier oben liegen halt Orders, eventuell noch von jemandem, der sagt, nö, da werde ich meine Aktien, die dem SDAX zugehörig sind, verkaufen zu dem Preis, weil es einfach teuer ist für mich und ich das los will. Und da wartet dementsprechendes Volumen in den dem SDAX zugehörigen Aktien. Und hier ist es dann spannend, weil ich ja nicht weiß, besteht danach Kaufinteresse oder auch nicht. Und wenn ich hier drüber meine Order lege und warte und sehe, dass hier in diesem Bereich der Markt schon ganz schön stark ansteigt, über das Hoch hinausgeht und lege meine Order rein, dann werde ich oft enttäuscht, weil der Markt im Endeffekt gleich mal eine Kehrtwende hinlegt. Was hat er gemacht? Das führt aber dazu, dass es sehr interessant ist und in meinem Tool letztendlich dazu führt, dass der Markt der Performer ist und jetzt wieder zurückkommt. Ja, er war relativ weit oben gestanden und kommt jetzt wieder zurück. Und was macht er nach 1, 2, 3, 4, 5 Tagen der Korrektur? Wir sehen nur schwarze Kerzen. Er dreht hier und zwar mit einer relativ starken Kerze. Das finde ich sehr, sehr ansprechend. Und von daher ist es eine relativ gute Umkehrsituation. Wenn man diese beiden Kerzen zusammennehmen würde, hätte man einen Umkehrstab. Und diesen Umkehrstab, den kennt ihr alle, der sieht im Endeffekt so aus. Ja, man sagt so einen Hammer oder wie immer den bezeichnen mag. Das sind im Endeffekt das gleiche wie diese beiden. Das könnte auch ein Bullish Engulfing sein, wenn das Tief hier ein bisschen größer wäre. Spielt keine Rolle. Wir haben hier einfach eine Situation, wo der Markt drüber geht, wieder zurückkommt und dann Stärke zeigt. Das Ganze ist am 13. April passiert und war schon mal eine erste Indikation. Der Markt stieg danach wieder an und man hatte hier ein viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis, als hier oben zu versuchen, dass der Markt, nachdem er schon viele, viele Tage relativ gut mit höheren Hochs, Tiefs performt hat, hier seinen Gewinn abzuschöpfen. Ja, so, das war so eine Situation. Jetzt kommt diese Situation, geht drüber hinaus, bricht wieder aus und der Markt zeigt hier wieder Schwäche, relativ volatile Kerzen, zweimal Abverkauf und dann kommt der nächste Tag. Und was passiert? Letztendlich landet er wieder auf dem gleichen Tief mit einer Umkehrkerze. Eine gute Einladung zu sagen, okay, hier in diesem Bereich screene ich nach Aktien und zwar am 21. April, die aus dem SDAX kommen. Was gesagt, getan, kein Problem. Ich habe dann letztendlich mit meinem Coach diese Aktien gescreent. Und dann passierte das. Der Markt steigt stark an ein paar Tage und hat letztendlich performt. Was ist passiert letztendlich? Wenn man hier drüber eingestiegen ist, ich sage mal Öffnungskurs im SDAX, dann haben wir einen Anstieg maximal von 4,27%. Das kann man ja letztendlich mit einem ETF oder so handeln. Man hätte dann diese Performance vielleicht noch nicht realisiert, vielleicht ist man noch drin im Trade, aber das ist die Kursschwankung, die man im Index hat. Wenn ich das Gleiche letztendlich mit einer Aktie mache, dann screene ich das mit meinem Screener EU und habe hier den SDAX reingeladen. Und nun schaut mal, diese Aktie, und zwar Verbio, wenn mich nicht alles täuscht ist, ich blende mal die Info ein, ja, performt schon lange, und zwar auf Wochenbasis relativ hoch, weil dieser Wochenwert bei 1,60 liegt. Ja. Man sieht hier auch in der Woche, dass die Aktie relativ dynamisch ist und hier mal auf Wochenbasis eine Korrektur hatte. So, deshalb ist die Aktie auch schon längerfristig da oben. Es gab nur noch keine Position oder keine merkliche Umkehrsituation in der Aktie. Und was ist jetzt passiert? Auf Tagesbasis generiert sich dort ein Signal. Und schau mal,
einer an, wann war dieses Signal am 22. April? Also wir werden aufmerksam im S&S DAX, dass da eine Umkehrsituation ist, screenen dann mit Merkmal auf den S DAX und finden hier eine entsprechende Umkehrsituation. Wie war nun die Performance in der Aktie? Wenn man dort über dem Hoch am nächsten Tag einsteigt, dann ist die Performance dort in der Aktie, Moment, wo ist der Messer hier? Über dem Hoch eingestiegen, sagen wir, da sind wir rein. Dann haben wir dort in der Aktie bis jetzt im Hoch 17% gemacht. Also es macht absoluten Sinn, sich die Indizes anzuschauen, wie die gerade laufen, um dann im weiteren Nachgang entweder eine Branche sich vorzunehmen oder halt dann Aktien, die daraus diesen Index kommen, zu handeln. Und genau das bringt die Art der Outperformer. Das funktioniert natürlich nicht immer, ist klar. Aber wichtig ist es, dass die Aktie eine gewisse Korrelation, das heißt Gleichlauf mit dem Index hinlegt. Und wenn der Index genauso im S&X, wenn er aussah, dass er korrigiert, dann habe ich eine gute Chance, wenn die Mehrzahl der Aktien in dem Index genauso ticken, aus der Korrektur heraus relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu haben, um dann den Trade in der Aktie aufzubauen. Das kann man auch relativ einfach bei Eckert und Ziegler sehen. Dort ist die Performance nicht ganz so groß. Da war am 13. April, was ich gezeigt hatte davor, die Indikation. Und wir haben hier am 21. oder 22. April was Ähnliches. Dort war die Performance nicht ganz so groß. Also es kann auch sein, dass die Performance nicht immer größer ist. Man sieht aber hier, welche Aktien auf Monatsbasis oder Wochenbasis hier im Endeffekt gerade oben stehen und relativ stark performen. Das gleiche bei einer Jung Heinrich, SDAX basiert anzuschauen, haben wir eine Umkehr am 22. April, die relativ stark passiert ist. Und hier würde ich halt dann nicht mehr einsteigen, weil das Ding relativ teuer ist. Klar, bei manchen Aktien kommt man einfach nicht rein, weil der Tag im Endeffekt sehr dynamisch ist. Aber so ist die Vorgehensweise. Und deshalb ist es wichtig, sich die Indizes anzuschauen. Zurück zum Marktklima. Also, momentan S-DAX, wer das jetzt hört, würde jetzt sagen, ja, okay, ich springe rein. Nein. Ne? Welche Situation möchte ich denn haben? Ich möchte nur nach einer Korrektur kaufen. Mein Risikoverhältnis ist dort einfach besser. Meine Chance ist einfach besser. Ne? Ausbruchshandel kann ich nur machen, wenn die Volatilität, das heißt die Schwankungsbreite, relativ sich hat verdichtet hat in letzter Zeit. Das ist aber hier nicht der Fall. Denn wir haben volatile Bewegungen, und zwar von hier nach hier, von hier nach hier und von hier bis jetzt nach da. Und so ist die Struktur, wenn man sich das mal so kennzeichnet, handle ich eigentlich immer aus der Korrektur und zwar in Richtung der letzten volatilen Dynamik. Wer jetzt nicht den Agena Trader hat, kann sich das letztendlich auch bei entsprechenden Plattformen im Chart anschauen. Wichtig ist nur zu erkennen, wohin die Dynamik geht. Ob das jetzt eine markttechnische Situation ist, interessiert mich da eigentlich sekundär. Ja, es hätte ja auch gar kein Trend vorhanden sein können. Ja, man hat ja hier jetzt hier 1, 2, 3. Die Markttechniker sagen das immer, jetzt habe ich hier einen validen Aufwärtstrend. Super, interessiert mich aber gar nicht, weil wenn gewisse Bedingungen vorliegen, dann kann ich auch diese Dynamik handeln und aus der Korrektur hier herein angehen. Also von daher bin ich hier etwas früher drin als der Markttechnik, der immer auf einen validen Trend wartet. Ja. In der untergeordneten Zeiteinheit wie der Stunde sieht er das ja natürlich früher und wer das gerne möchte, kann das auch machen. Denn diese Umkehrsituation hier auf Tag zeichnet sich natürlich auch auf Stunde ab. Wer das also machen will, kann das auch dort machen. Ich markiere mal gleich mal dieses Feld, damit ihr sehen könnt, wie das in der Stunde aussieht. Also Objekte entfernen, nehme die mal raus, markiere das jetzt mal diese Situation und dann schauen wir uns das mal in der Stunde an. Schalte mal um, ob das auch für Leute, die in der Stunde sind, das müsste irgendwann das rote Quadrat kommen. Aha, hier ist die Situation in der Stunde. Und was spielt sich letztendlich, diese in 2 Tagen darstellt? Und wie hätte man dort in den Markt hineinkommen können? Ich mache das mal ein bisschen größer.
Hier ist die Aufwärtsdynamik und in dieser Seitwärtsphase über das Hoch zu gehen und sich dann in den Markt einstoppen zu lassen. Ja? Wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, das auch auf Stunde nachzuvollziehen. So. Ich mache das lieber auf Tag. Dann habe ich im Endeffekt hier etwas mehr Ruhe und genauso sehen wir hier einen Umkehrstab bis zu diesem Tag und schauen das uns in einer Stunde an. Wir haben einen zweigeteilten Standard, sieht hier die Umkehrsituation. Auch hier in der Stunde sehen wir den Ausverkauf mit einem Umkehrstab. Man muss natürlich davor sitzen. Das ist am 21. April gewesen um 15 Uhr. Und das ist mir einfach zu stressig, weil ich ja nicht um 15 Uhr immer jede Stunde vor dem Rechner sitzen will. Deswegen nehme ich den Tageschart und lasse mich über dem Hoch der Umkehrkerze letztendlich dann einstoppen. So, S-DAX. Also jetzt im Moment, wird ja auch jeder sehen, sage ich immer, ist die Haribo-Tüte teuer oder nicht? Logisch ist sie teuer. Warum ist sie teuer? Der Markt ist 1, 2, 3, 4, 5 Tage gestiegen. Heute noch sechster Tag letztendlich. Etwas ein neues Hoch gemacht. Und natürlich steigt mein Risiko, dass der Markt wieder 1, 2 oder 3 Tage, wie er es gerne macht, der S-Tag, dann wieder korrigiert. Ja? Und das muss ich halt aushalten. Das nenne ich als Sitzfleisch, Wartefleisch, zu sagen, nö, jetzt nicht, sondern was möchte ich denn sehen, dass der Markt etwas zurückkommt und dann entweder einen Umkehrstab liefert oder so eine Situation oder halt einfach nur eine fette weiße Kerze. So, mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Also man guckt sich dann den Index an, passiert das, dass der ein, zwei Tage korrigiert, legt er so eine Kerze hin, fange ich an zu screenen in den Aktienmärkten, die dem letztendlich S-DAX zugeordnet sind. So, schauen wir auf den amerikanischen Markt, denn auf Platz 2 liegt Nasdaq. Sag ich mal, es gibt zwei Arten der Korrektur, das wisst ihr auch. Entweder geht das über den Preis, das seht ihr hier auf der Seite, ne? Preiskorrektur, Markt steigt an, korrigiert preislich immer tiefer die preisliche Korrektur. Und was haben wir jetzt für eine Korrektur? Die passiert, wir haben hier einen ganz dynamischen Anstieg, unabhängig, ob das jetzt ein Trend ist, ja, oder nicht. Markttechniker hier wieder hoch und tief und jetzt haben wir einen Trend. Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wo sind wir denn jetzt im Trend? Naja, weit in der Bewegung oben, naja, okay, hat aber für mich keine Aussagekraft, weil ich ja nicht weiß, ob der weiter korrigiert oder nicht. Im Moment ist er in einer Phase, wo er einfach seitwärts geht. Wir haben viele Inside-Bars, die mal über das Hoch hinausgehen, diese Inside-Situation wieder auflösen, dann wieder unten erhöhen. Also wir haben einfach ein Rechteck. Ja. Wenn das gerne möchte, kann das so nennen. Interessiert mich auch nicht so sehr. Es ist einfach nach einer dynamischen Bewegung, das ist das, was ich mir angucke, gibt es eine zeitliche Korrektur. Ja, der Markt hat eigentlich keine Lust, sich nach oben weiter zu bewegen, sondern geht seitwärts. Und je länger das dauert, desto spannender wird das. Und dieses, ja, man sagt ja immer, es löst sich auf in die vorhergehende Richtung. Also die vorhergehende Richtung war trenddynamisch gesehen ja logischerweise long, also nach oben Richtung Norden. Und das müsste sich dann, wenn man das so von der normalen Charttechnik so sieht, eigentlich fortsetzen. Das heißt, wenn man das Ding hier nimmt, diesen Bereich von 12.600 bis, wo sind wir denn hier? 14.044, der könnte sich nach oben hin fortsetzen. Ja, wenn der hier ausbricht, da reicht mein Chart oben ja nicht, dann landen wir nochmal bei einer 11% Bewegung aus diesem Bereich heraus und könnten bei 15.500, 15.600 laufen. Umgekehrt aber genauso. Ja, das Ding geht ja nicht nur nach oben, es kann sich auch nach unten auflösen. Und das weiß man nicht, je länger es dauert, desto kritischer wird es. Wie würde ich dort den amerikanischen Markt handeln, weil er ja auch stark ist, Nasdaq? Auf jeden Fall ist es wichtig, diesen Bereich, mal die untere, dieses untere Quadrat zu beachten. Diese Zone von 13.700 wird die nach unten verlassen, ist sie auch unter dem 20er Durchschnitt. Und die Amerikaner schauen sich halt gerne den 20er an. Blenden wir den 50er mal ein, dann sehen wir, dass der hier unten, diese blaue Linie ist der S50, genau hier unten auf das untere Bollinger Band letztendlich so einen kumulativen Punkt bildet. Und wenn das Ding nach unten rausgeht,
Dann haben wir natürlich einen Abverkauf ungefähr bis 13.300. Und wenn ich mir das Volumen anschaue, dann habe ich ein hohes Volumen in diesem Bereich, genau hier, wo diese Linie auch sitzt. Damit sammelt sich hier ein hohes Volumen an. Man sieht das an den erhöhten Kerzen über den Durchschnitt. Das haben wir dort auch. Und das fällt genau in diese Zone hinein. Das heißt, wir haben einen kumulativen Punkt. Kumulativ heißt, mehrere Situationen fallen auf eine gleiche Ebene. Ich bitte das nicht immer punktuell zu sehen, sondern hier in Bereichen und Zonen zu denken. Ja, also Börse ist nicht auf dem Punkt, sondern ist immer bereichsmäßig vom Preis. Und das untere Bollinger Band stützt in der Regel etwas. Ja, nicht, weil der Bollinger Band so ist, sondern letztendlich, weil die Volatilität dort meistens eine Umkehr erfährt. Und der S50, das heißt der einfache gleitende Durchschnitt, wird dann auch ungefähr, wenn man ihn fortschreibt, wenn die Korrektur kommt, auch hier liegen und bildet dann zusammen mit diesem Volumentief einen kumulativen Punkt, wo der Kurs hätte drehen könnte. Also, wenn ich hier oben reingehen sollte, der Markt rüber geht, handle ich einen Ausbruch. Mag ich nicht gerne. Was ist in dieser Rechteck-Situation viel effektiver? Was möchte ich sehen? Korrigiert ja schon, den Nasdaq soll weiter runtergehen. Trifft denn hier auf den 20er Durchschnitt den einfachen gleitenden? So, eine richtig hohe Volumenansatz haben wir nicht in diesem Rechteck. Man sieht immer, die Tiefs stechen etwas höher hinaus. Ich mache das mal größer. Man sieht, das Volumen ist an den tiefen Kerzen etwas höher, an den Negativkerzen als an den positiven. Und welche Zone sticht hier raus? Natürlich hier unten dieser Bereich von 13.735. Kommt also der Kurs hier weiter zurück und bildet hier unten, besterweise nimmt der hier die ganzen Tiefs raus, einen Umkehrstab aus oder einen starken Bar, so ein Powerbar, so ein Ding hier, wo halt das Hoch und das Tief mit dem Schlusskurs letztendlich fast übereinstimmen, also so ein richtig Pullbar auch genannt, aus, dann habe ich natürlich ein da besseres Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich dann sage, okay, ich steige hier bei 13.790, wenn diese Situation hier unten Stärke zeigt, suche ich mir dann Aktien raus, wenn ich den Nasdaq habe, aus der Nasdaq. Ja. Und dann sollte der Kurs nicht mehr unter dieses Tief fallen, weil ich dann wahrscheinlich weiter abrutsche bis zum nächsten kumulativen Punkt. Und das Risikoverhältnis ist in diesem Rechteck wesentlich besser, hier unten einzusteigen, wenn es kommt, als hier oben. Also hier oben würde ich das Ding ziehen lassen und mir dann eine Situation wünschen, Ausbruch zurück und dann wieder hier reinzugehen. Ja, weil ich aus der Korrektur gerne komme. Das bedeutet, dass man Geduld haben muss, wenn man ja die Korrektur jetzt, die jetzt hier liegt heute, ungefähr bei 13.900 abwarten muss. Wer es nicht abwarten kann, sondern sagt, ich will den Ausbruch handeln, bitte mal daran denken, Ausbrüche können teuer werden. Ja? Also ein paar Cent drüber, zack, der Markt geht wieder runter, wieder kurz drüber, der Markt korrigiert schon wieder. Der sollte das tun, aber bitte die Positionsgröße zurücknehmen. Es ist nicht die gleiche Handelssituation wie am jeden Tag und zur besten Situation. Ja? Also dann anzusagen, hey, anzudenken, wollte ich sagen, die Positionsgröße runterzunehmen. Wer also immer 5.000 Euro in eine Aktie reinschiebt, der sollte darüber nachdenken und sagen, puh, muss ich jetzt da oben den Ausbruch mit 5.000 Euro pro Aktie reingehen oder sage ich mir, naja, ich will den Ausbruch handeln, vielleicht geht die Nasdaq gleich durch 7 Tage. Ja, der nimmt dann halt nur die Hälfte, ja, mit 2.500 oder ein Drittel davon. Aber einfach darüber nachdenken, nicht jeden Trade gleich zu machen, sondern die Positionsgröße an die Situation im Markt und im Bollinger Band zu definieren. Ja, das kann man halt ganz gut machen, wenn man sich darüber mal ein Bild verschafft. So, S&P. Boah, wollte ja nicht viel sagen, sieht eigentlich nicht viel anders aus. Bildet genau hier auch das wunderbare Rechteck raus und zappelt da oben rum. Und wenn ich hier oben Ausbruch handle, dann bin ich noch nicht wirklich vom Fleck gekommen. Warum ist das so? Natürlich ist heute FED-Sitzung, und von daher wird sich das ergeben. Wenn da nichts passiert, werden wir es sehen. Hier im Endeffekt das Gleiche. Was möchte ich dann sehen? Entweder kommt der wieder zurück, Umkehrstab oder Stärkeaufkommen in Form eines Powerbars
um dann ein besseres Chance-Risikoprofil zu haben, weil wenn der Markt dann hier hochläuft, haben die entsprechenden Aktien dann vielleicht schon ihren Schritt gemacht und ich kann hier oben dann schon einen ersten Teilverkauf machen und ob der darüber hinausgeht oder nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht ablesen. Das steht hier nicht im Chart drin, sondern ich kann nur mein Risiko steuern. Und dann zu sagen, nö, wenn ich jetzt hier oben drüber unbedingt rein will, dann doch bitte weniger nehmen. Ja, einfach sagen, nee, 5.000 Euro pro Aktie dann wären mir zu viel. Ich nehme mal 1.500. Ja, und ob sich das dann noch ausgeht, ist dann eine andere Frage. Aber wichtig ist einfach, aktiv drüber nachzudenken, nicht immer alles gleich zu machen. In der Strategie schon, aber die Positionsgröße dem Risiko anpassen. Ja, ich würde jetzt auch nicht, wenn ich gar nicht investiert wäre, jetzt voll all in gehen in den Nasdaq. Letztendlich muss man sich dann halt auch risikomäßig mit seiner Trading-Strategie dort einskalieren. DAX Future hängt immer noch da oben. Schauen wir mal rein. Deutscher Markt. Zweiter Kandidat. Letztendlich wisst ihr alle, im DAX hängen die fetten Brocken von den ja, letztendlich Aktien drin. Wenn ich das sehe, dann ist hier mal irgendwas passiert und dann ist wieder allgemeiner Einschlaf. So, wenn man jetzt hier im Ausbruch gehandelt hätte, wäre man kurz drin, wäre wieder enttäuscht worden, wieder. So, wenn ich mir das auch wieder einzeichne, dann habe ich hier ein Rechteck, was relativ danach wieder funktioniert hat. Hier war der Ausbruch, bin reingekommen und bin dann wieder bestraft worden. So, das ist ja so eine schmale Range, 15.300, 15.174, dass ich auch hier gar nicht eine Umkehr finde. Ich finde den Markt momentan überhaupt nicht mehr attraktiv. Und wie es aussieht, wird hier oben, man sieht das steigende Volumen, leicht steigen. Also steigend sage ich eher hier, wo der Markt ausbricht und mit einer steigenden Kerze, starken Kerze, Powerbar rausgeht. Das ist ein erhöhtes Volumen. Hier sehe ich zwar auch ein erhöhtes Volumen, aber es ist nicht so signifikant. Aber was mir auffällt, dass letztendlich hier oben der Preis auch gut abverkauft wird, ja, und zwar am nächsten Tag. Das hält nicht. Ja, auch bei weniger Volumen, aber am nächsten Tag haben wir ein erhöhtes Volumen, es geht runter. Und der Markt dreht dann bei leicht erhöhtem Volumen wieder auf diesen Punkt. Das heißt, was sehen wir hier? Wir haben relativ starken, ja, Volumenunterstützung auch an diesem Rechteck. Ja, Korrektur über die Zeit, die kurz mal unterbrochen wurde, alle wurden veräppelt. Und wo soll ich jetzt hier meinen Einstieg finden? Wenn hier ein Umkehrstab hier unten wäre bei 15.190, dann hätte ich hier eine kleine Range, wo ich dann vielleicht eine Aktie finde, einen DAX, die da für mich attraktiv ist. Aber ich muss damit rechnen, dass der DAX letztendlich auch sich umkehrt. Deshalb ist es wichtig, auch sich die Indizes anzuschauen, weil die Aktie, die ich daran finde, eventuell sich ja meistens, nicht immer, fast genauso verhält wie ihr zugehöriger Index. Wieder ein großes Format, Dow Jones. Ja, ist im Endeffekt das Gleiche, auch wieder die Rechtecksituation. Wir haben hohe Volumina viel, viel früher gehabt, bei 31.000. Wir sind weit davon entfernt. Und auch hier ist das Volumen hoch, also hoch ist übertrieben, aber höher als an den starken Tagen. Ja, zeigt mir hier ein bisschen niedriger, dass hier im Endeffekt totale Unentschlossenheit ist und wir kommen hier laufen in einen kumulativen Punkt hinein. Der 20er kommt, da wird er unterschritten. Da achten die Amis ja wirklich relativ genau drauf. Wo können wir denn hinlaufen? Natürlich nach unten, untere Bollinger Band, vielleicht der 50er Durchschnitt, der kommt also so 2% bis nach unten. Dann wäre im Endeffekt für die Markttechniker noch alles in Ordnung, super. Aber wenn ich schaue, wo ist das Volumen etwas erhöht, was bietet mir dann Support? Das ist hier der Bereich, die Kerze, die Zone. Hier unten ist absolute Kaufzone bei 32.000. Bis dahin kann der Markt locker korrigieren. Ich hätte hier wieder einen kumulativen Punkt und dann könnte ich probieren, wenn hier Stärke reinkommt, nochmal einen Anlauf nach oben zu nehmen. Wird dann aber schwieriger, weil wir nämlich schon unterm 20er dann hängen. Ja? Müsst euch immer das Bild vordenken. Sieht eigentlich immer gleich aus. Der 20er macht dann langsam den, wenn wir runterkommen. Und dann hat der Kurs natürlich es schwer, wieder hochzulaufen, weil er dann wieder dagegen sich den Kopf stößt. Ne? Also klar kann der da durchgehen und der dreht auch nicht, weil der 20er ist, aber je mehr das beachten, die nutzen dann die Situationen aus der Korrektur dann auch ihre Position vielleicht wieder aufzulösen.
Ja, weil das dann hier natürlich auch wieder als Widerstandsbarriere dient. So, wenn das hier nicht passiert, dass hier stärker reinkommen, rutscht der weiter durch bis in den Bereich von 32.000, dann glaube ich, dass dann halt auch wieder mit einem Umkehrstab in diesem Bereich oder Power da bei 32, wenn das einem signalisiert wird, hier nochmal ein Kauf da ist. Aber die Grundsituation hat sich dann verschlechtert. Ja, wir mögen laut Trendanalyse dann hier noch am P3 sein. Aber letztendlich sind wir unter dem anderen Bollinger Band, sind am unteren Bollinger Band schon angestoßen und kommen dann in das Verhältnis, dass wir eventuell genau das sehen, nämlich einen beginnenden Abwärtstrend. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Und wenn ich jetzt Investor wäre und hätte jetzt 500.000, dann würde ich jetzt nicht anfangen, hier Glücksspiel zu machen und darauf zu vertrauen, dass der Markt endlos weiterläuft, sondern es geht um euer Geld, um euer Risiko. Aktiv darüber nachdenken, wie man das steuert. Das ist hier im Moment auch nicht mega attraktiv. Eurostoxx, auch ein Schwergewicht, läuft im Endeffekt sauber nach oben. Will ich jetzt einen Ausbruch handeln, der auf einen Wochenwiderstand stößt, bei, das ist hier ein ETF, also nicht wundern, der den auch chartmäßig auch ganz gut abbildet, dann komme ich hier oben an diesem Bereich der Woche, wie man es ja auch in der Woche hier unten sieht im Chart, auf den letzten Hochkurs irgendwie. Wo ist er? Nee, zeigt er da irgendwie an, komischerweise. Dann handle ich natürlich einen Ausbruch, mache ich nicht. Was mache ich? Wenn ich das brauche, Korrektur abwarten und dann hier wieder einzusteigen und dann eine Aktie aus dem Eurostoxx zu suchen. Handle ich selten Aktien aus dem Eurostoxx, weil natürlich auch die Kursdaten im Agena Trader vorhanden sein müssen. Da haben wir den DAX auf Kasse, ja, der sieht genauso langweilig aus wie der Future. Dann haben wir den CDAX, der im Endeffekt alle Aktien, die gehandelt werden, dort inkludiert. Der sieht charttechnisch etwas besser aus, hat aber auch dieses leichte Seitwärtstendieren hier, hat sich aber schon ein bisschen nach oben abgesetzt. Was will ich hier sehen? Im Endeffekt muss er den Bereich. Oh, war ja. Okay. Schauen wir uns mal an. Das Volumen hier an diesem Tag ist extrem erhöht. Wenn wir das mal einzeichnen hier, haben wir hier einen kumulativen Punkt. Und zwar beim 50er und darunter kurz sind dann schon längst unterm Bollinger Band. Das heißt, wenn der Markt hier korrigiert, und das sieht im Moment nicht so stark aus, kann er das locker machen bis 1390 in dem Fall hinabgehen. Ja, also für einen Einstieg für mich nicht vorhanden, weil die Zeit der Korrektur und den Einstieg, den hätte ich am 21. April machen müssen und nicht da. Ja, das kann ich dann natürlich im Nachgang immer sagen, wenn einige einwenden, aber das ist ja ein valides Signal. Das bekomme ich ja hier rein. Spätestens da noch ein Versuch, dann werde ich leicht im Plus, aber es wird natürlich immer schlechter, weil natürlich die Performance hier oben etwas dünner werden kann an dem letzten Hoch. Das muss ich wissen. Russell 2000, der alte Highflyer, ja, der so lange, lange, sage ich mal, noch in der Gruppe propagiert wurde und viele haben Nebenwerte aus diesem Index gehandelt. Was tut sich bei dem? So, schauen wir mal hier hin. Volumen. Hier haben wir einen Volumenanstieg und zwar genau in dem Hoch und dann Tief. So, das ist ein Bar, letztendlich, wo das Volumen am selben Tag hoch ist. Ich benutze ja nur das einfache Volumen hier drunter, den hat ja jeder irgendwie im Chart. Dann ist immer der Tag entscheidend und in dem Fall ist es natürlich auch ein Wendepunkt, wenn man das hier einzeichnet, weil danach die Kurse wieder runtergehen. Ab dem zweiten, dritten Tag sieht man das, dass es im Endeffekt ein wichtiger Punkt ist und zwar der den Widerstand extrem erhöht. Das heißt, wenn der Kurs hier wieder hochläuft, rechne ich damit, dass da wieder abverkauft wird. Wenn ich jetzt heute einsteige, muss ich wissen, wie viel Potenzial habe ich im Index, und das höre ich auch in der gleichen Analyse der zugehörigen Aktie, die ich dann finden werde. Das heißt, es ist auch noch für mich attraktiv, hier einzusteigen, wenn bei dem, in dem Fall der ETF, in diesem Bereich bei 169 der Kurs vielleicht ins Stottern kommt. Dann wird wahrscheinlich auch für die Aktie Feierabend sein und muss dann verkaufen. So, die Grundbedingung ist erfüllt. Wir haben das obere Bollinger Band berührt, auch wenn nicht drüber geschlossen. Was will ich sehen? Der Markt geht kurz nach oben, kommt wieder zurück in den Bereich und vom Volumen her
haben wir leichte Erhöhungen. Also man muss es wirklich schon aus dem Ärmel zuckeln. Das sind keine signifikanten Punkte, die stechen schon hervor. Dann sehe ich hier, dass ich schon einige Schwierigkeiten habe. Hier ist das nächste höchste Volumen an dieser Kerze. Das stimmt genau überein mit dem letzten Hoch an der weißen. Deswegen haben wir hier so ein bisschen Verdickung. Und was fällt auf? Der Kurs reagiert hier, ne, mit Schwäche. Sollte er da runterfallen, wird er wieder etwas zurückkommen. So, und an diesem Tief ist das Volumen minimal erhöht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass kumulativ gesehen der 50er getestet wird, der 20er getestet wird. Das heißt, der Kurs wird entweder drüber hinausgehen, dann die Korrektur abwarten und kommt sie dann bis, wenn die ganzen Indizes, Quatsch, Bänder hier ungefähr sich verdichten, haben wir einen kumulativen Punkt, in diesem Bereich wieder zu screenen und dann ein besseres Chance-Risikoprofil zu haben, als jetzt hier oben rauszugehen. Hier oben drüber, wer den Ausbruch liebt und sagt, okay, die Zinsentscheidung wird so toll, alle sind happy, dann würde ich jetzt Aktien aus dem Russell nehmen. Ja, weil es einfach besser aussieht als die Nasdaq. So, dann muss man hier drüber rein und letztendlich hier den ersten Teilverkauf ungefähr liegen bei der Aktie, wenn das da genauso aussieht. Also es wird dann etwas schwieriger, hier durchzukommen. MDAX, die kleinen Werte. Ja, auch hier hatten wir am 21. April ein valides Signal, eine Reaktion. Wer das verpasst hat, hat auch nochmal am 22. April gesehen, dass der Markt im Endeffekt stark ist. Und auch am 23. April sieht man, dass der Markt noch stark ist, wo man noch Potenzial hat bis zu dem letzten Hoch, ja, was hier oben ist, um dann zu sagen, okay, es wird dann natürlich jetzt immer dünner, weil ich den ersten Teilverkauf immer relativ an den letzten Hochs setze. Ja, das machen, ich glaube, der Paul macht das auch. Herzlich willkommen, Paul übrigens, in der Gruppe, dass er halt dass ein Teil der Position rausschmeißt am Hoch. Wolfgang fragt, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Na klar, kriegst du bei mir auf der Homepage oder bei uns in der Gruppe. TecDAX, technische Sache von den Deutschen. Boah. Dynamik sieht anders aus. Klar haben wir hier eine dynamische Aufwärtsbewegung, wenn ich das mal so sagen kann. Wo liegt das Potenzial? Wir haben das Potenzial, wir müssen ja von heute ausgehen, von 1,6%, 1,5%, dann liegen wir bei dem alten Hoch. So, und da hat der Markt ja doch relativ dynamisch nach unten reagiert. Das heißt, mein Risiko steigt natürlich hier oben, wenn ich jetzt reingehe. Und würde ich mir jetzt relativ gut überlegen. Der will auch gar nicht mehr drüber hinaus. Er zeigt hier schon Umkehrstab. Hat da heute auch schon den Umkehrstab unterschritten. Und haben wir eine besondere Volumensituation in dem Markt. Er liegt hier bei der Kerze, wenn ich mal hoch und tief habe. Wo wird der Markt denn wahrscheinlich hingehen? Letzter Mal, der wird den 20er unterschreiten. Und dann tippen wir hier auf den 50er auf, minus 2,58%, haben auch hier einen kumulativen Punkt unteres Bollinger Band. Der Markt kann dann nochmal in die Long-Richtung korrigieren. Ist dann aber angeschlagen, tendiert dann wahrscheinlich in die Seitwärtsbewegung. Und wenn ich da unbedingt hinein muss in diesen Tech-DAX-Markt, dann ist natürlich mein Risiko oder meine letzte Chance für einen Long-Trade hier unten. Ja, da, wo das Volumen wieder drin ist. Also hier in dem Bereich ein Umkehrstab oder ein Powerbar. Dann habe ich die Chance, nochmal Long zu gehen. Was wird passieren? Das seht ihr immer wieder. Das ist nämlich hier auch der Fall. Dann sieht das ungefähr so aus wahrscheinlich. Und wir kommen nach unten, stoßen gegen den 20er und 50er und der Markt verzögert dann. Und so wird das hier auch ungefähr aussehen. Ja? Deswegen muss man sich immer ganz klar sein, wenn ich hineingehe in den Markt, brauche ich eine Situation, die sich im Moment für mich darstellt und das Risiko letztendlich angepasst. Handle ich jetzt hier, bin ich nicht mehr in der Korrektur, weil ich bräuchte noch ein, zwei Tage einen Umkehrstab. Wenn er am 20er reagiert, gehe ich hier mit einer Suche am TecDAX hinein und schaue mir dann Aktien an, die das ähnlich machen. Viel spannender, ja, finde ich das Öl und zwar Brent. Hier, da ist er am 14. April, hatte ich ein Webinar, auch Perlentaucherstrategie, mich nicht alles täuscht. Und da habe das Öl bei uns ganz weit vorne, und zwar Brent.
Hat sich auch wirklich positiv entwickelt. Die Suche nach den Aktien daraus wahrscheinlich auch, weil die ja einigermaßen korrelieren. Und man sieht den Ausbruch letztendlich am oberen Bollinger aber angestoßen, kommt dann zurück an den, und hier haben wir wieder den kumulativen Punkt, nämlich den 20er und den 50er mit mehreren Umkehrstäben. Und das ist die Situation, die wert ist, hineinzuschauen, und zwar die Korrektur wieder hinein. Und dann muss ich halt wissen, okay, reicht der Abstand bis hier oben, um in Ölaktien meinen Profit rauszuziehen? Ja, das muss man dann in der Aktie letztendlich sich anschauen. Finde ich aber interessant. Jetzt handle ich natürlich dann, wer jetzt drauf springt, den Ausbruch. Ja, dann bin ich hier wieder der Depp vielleicht, der wieder abverkauft wird. Das möchte ich nicht. Was bleibt fürs Öl? Wenn ich long-orientiert bin, dann will ich hier einen Ausbruch sehen, der wirklich dynamisch rausgeht über das letzte Hoch und dann bitte zurückkommt. Ja, und dann sind wir alle hier oben happy, weil wir liegen dann über dem hohen Volumen, das sich hier dargestellt hat an dieser Kerze in dem Bereich, und dann kann der Markt ruhig bis hier zurücklaufen. Finden wir dann hier Umkehrsituation, wäre es doch sehr interessant, nach Ölaktien zu suchen. Schwarzes Gold besprochen. Schauen wir mal auf das richtig goldene Gold. Finde ich die Situation jetzt gar nicht so schlecht. Und zwar, was haben wir gemacht? Wir sind mit dem 20er wieder über. Das schöne Cross, letztendlich nicht wundern, das ist nicht der Gold Future, sondern das ist in dem Fall der ETF. Was haben wir gemacht? Wir sind wieder am oberen Bollinger Band etwas entlang gelaufen und haben jetzt korrigiert. Ja, 2 Tage. Hier ist ein Umkehrstab und ein erstes Screening in den Aktien sollte dann erfolgen, um dann dementsprechend eine Aktie zu finden, die noch besser aussieht am Chart als das Gold. Wohin kann das Gold gehen? Und wohin kann das letztendlich dazu führen, dass die Korrektur noch weitergeht? Und wo wird sie wahrscheinlich aufhören? Ich denke mal, in dem Bereich werden die Aktien letztendlich interessanter werden, weil wir haben dort einen sehr kumulativen Bereich. Und zwar, schaut mal hier, ein Gap, ein Aufwärtsgap. Ein Cross vom 20er, ja, der 50er kommt hier, haben das 20er Bollinger Band. Hier unten das untere Bollinger Band wird auch mit der Zeit hier hochkommen. Das heißt, wenn der Markt hier wieder zurückkommt, nicht weil Gaps immer geschlossen werden, aber noch diese 0,5% zurücksetzt, in diesem Bereich eine starke Stärke zeigt, dann haben wir natürlich auch viel mehr Potenzial, und zwar bis zum letzten Widerstand da oben. Und das sind dann halt schon ein paar Prozent mehr. In der Gruppe sage ich immer 4 bis 10%. Natürlich ist es ein Index und dort kann man natürlich keine 10% voraussetzen, aber wir hätten 5% in dem ETF und die entsprechenden enthaltenen Aktien da drin würden dementsprechend natürlich eine andere Performance hinlegen. So würde ich das mir wünschen. Ich kann natürlich schon eine erste Position hier in Aktien suchen, die halt die Korrektur gemacht haben und dann natürlich mit einer kleineren Size als hier unten, weil hier ist ja meine Chance besser als da oben. Silber. Schauen wir auf Silber nochmal. Von der Grundtendenz her gut. Die letzte Berührung war am oberen Bollinger Band. Der Kurs ist über dem 50er. Das ist auch gut. Über dem 20er sowieso. Wenn der 20er langsam über den 50er geht, dann sind wir da auch schon viel positiver. Das wird dann irgendwann so aussehen. Und schauen wir uns das Volumen an. Da kommen wir kaum daran, an diesen Tag, wo GameStop auch gehandelt wurde. Mit extremen Volumina, dass Silber auch zum Spekulationsobjekt wurde, haben wir im Endeffekt einen Bereich, der ein bisschen gegen uns spricht. Das ist dieses Gap. Man sieht, ja, dass hier auch darauf reagiert wurde. Kurz mal drüber und auf Wiedersehen. Wir haben hier auch nochmal einen Abwärtsgap. Das heißt, wir haben hier um die 25 in dem Silber-ETF einen Widerstand und da kann die Sache zum Stocken kommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier screene, dann muss ich mir bewusst sein, dass hier in dem Bereich auch bei der Aktie sich wahrscheinlich, die man Endeavor Silver oder so, dann nehmen würde, wenn die charttechnisch dem entspricht, dort ihre Beendigung findet, weil ja das Hauptbezugs-, das Basisinstrument, das Silber selbst, natürlich dann auch für den Kursanstieg in der Aktie sorgen würde. Finde ich beides ganz interessant, Gold und Silber. Vielleicht erfreuen die uns ja doch mal ein bisschen mehr jetzt und das findet eine Wende statt. Sollte der Markt generell die Ranges verlassen, diese
Rechtecke, die sich gebildet haben, diese Kursbereiche, engen Kursbereiche nach unten, erwarte ich eine Dynamik generell im amerikanischen und im deutschen Markt nach unten. Und das würde eventuell dafür sorgen, dass wir vielleicht eine Renaissance des Goldes oder vielleicht auch des Silbers sehen würden. Also da werde ich einen Blick drauf werfen, wie sich die entsprechenden Aktien verhalten. So, jetzt habe ich so viel erzählt zu Indizes, wie ich es noch gar nicht gemacht habe. Wir sind jetzt noch 5 Minuten. Vielleicht habt ihr noch eine Aktie, die ihr euch anschauen lassen wollt von mir, dann könnt ihr mir die gerne hier reinschreiben. Wenn das nicht der Fall ist, oh, ich kriege jetzt hier eine Aktie per Chat. Okay, die Run, die wird wahrscheinlich immer genannt. Lege ich hier mal rein, klicke hier mal auf Plus. Ich glaube, das ist auch dieser Kürzel, das Kürzel. Yep. Auch ein guter Bereich letztendlich, ne? Weil Amerika jetzt ja wieder zurück am Umwelttisch. Und das ist ja nicht verwundernswert, dass dann auch das Kapital alles da hineinfließt, sei es in Infrastruktur, aber auch die Run-Aktie, die wir jetzt hier als letztes nochmal begutachten, sollte eigentlich davon profitieren. Und wenn ich die Aktie habe, es gibt ja mal 3 Positionen, entweder habe ich sie, will sie kaufen oder ich will sie verkaufen. Davon muss ich natürlich immer ausgehen. Ich mache das mal größer. Dann ist sie im amerikanischen Markt eher schlechter gesehen, weil der 20er unterm 50er verläuft. Das mag man nicht so. Die letzte dominante Berührung des Bollinger Bandes war hier unten. Ja. Was mir auffällt, ist die Volumensituation. Das heißt, am Tief, ja, hier beim Tief hat das Volumen zugenommen, auch in dem Bereich. Das heißt, wir haben diesen Bereich eine Zone, die halten sollte. Was schön ist, er geht darüber hinaus, ja, reagiert auf den 50er, das ist nicht verwunderlich. Wir waren noch nicht am oberen Bollinger Band mit einer positiven Kerze. Das muss vielleicht noch erfolgen. Reagiert auf den 20er mit einem Umkehrstab. Wir laufen, sind ja in der laufenden Sitzung. Das kann ich also jetzt noch nicht sagen. Deswegen sieht man ja auch, das Bollinger Band ist noch nicht so weit berechnet. Erst nach Sitzungsschluss. Sollte sich das hier bestätigen, könnte das interessant sein für diese Aktie. Wie gesagt, das ist nur eine Analyse von mir, bitte nicht einfach jetzt long gehen, sondern auf eigenes Risiko dann. Ich selber werde das beobachten, was die Aktie macht, weil wenn sie hinausläuft, dann ist noch nicht die Grundbedingung, die ich gerne hätte, nämlich eine Berührung am oberen Bollinger Band, kommt wieder zurück und dann die Korrektur. Ja, was mache ich mit dem Ding? Maximal in die Long Watch Liste. Ja, man muss wieder ein bisschen Zeit haben. Wenn ich das nicht aushalte, wie gesagt, will ich hier reingehen, nehme ich eine kleine Posi, weil wenn sie hier runter geht, rutscht sie hier unten bis auf 46, 47, wo sie dann wieder dankbar anscheinend einen Unterstützungsbereich gefunden hätte, was man ja als Doppeltief vielleicht bezeichnen möchte oder was für Formationen noch immer. Auf Wochenbasis sehe ich auch, dass unsere Bollinger Band bietet etwas Support und auch hier haben die Kerzen immer noch eine Lunte, ja, ausgebildet, dass hier die Preise letztendlich von 46 gerne genommen werden. Also einfach mal draufschauen. Okay, von meiner Seite aus war es das. Ich habe mich wieder gefreut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in meine Analysewelt hineinblicken lassen und euch ein paar Denkanstöße geben. Ja? Ich habe tatsächlich eine Frage. Ah, okay. Ja, jetzt bist du überrascht, dass ich eine Frage habe. Ne? Ja. Wollte ich einfach nochmal wissen, ob du bewusst beim Russell und Gold diese ETFs ausgewählt hast oder das ist jetzt einfach zufällig, weil tatsächlich beim Gold gibt es ja den GLD-ETF, der fast doppelt so groß ist, und IWN, das sind ja die Russell-Value-Werte. Genau, die haben wir auch. Genau, und IWM wäre ja dann tatsächlich der komplette Russell. Einfach nur für mich, ob du da bewusst diese 2 ETFs ausgewählt hast oder nicht. Ja, für mich zum einen ist natürlich die Chartdarstellung, also welche Kursdaten bekomme ich? Das ist immer die Frage, die ich mir zuerst stelle, weil ich muss mir ja Kursdaten dort hineinladen. Wer Gold analysiert, kann natürlich in den entsprechenden Chartplattformen dann auch sich den Gold Future hineinladen, der natürlich der
Element wichtigste Chart ist, denn der Future bildet ja nun mal den Preis des Goldes am ehesten ab. Und wenn ich hier den ETF habe, dann sind das natürlich die Goldfirmen, die da drin sind. Und deshalb habe ich mir hier in dem Fall das Gold genommen, weil ich mich interessiere dafür, ob die Goldfirmen schon etwas vorlaufen vor dem Preis oder nicht. Ja, das ist für mich dann interessant. Deswegen habe ich den gewählt und den verschiedene Formen von IWN. Es gibt noch einen anderen ETF für den Russell. Ob das halt dann etwas kleinere Werte sind oder etwas noch etwas höher kapitalisierte Werte, weil ich das auch getrennt aufführe in meiner Analyse. Ja. Okay. Außerdem sollte man bei ETFs immer bedenken, dass man, wenn man welche auswählt, dass natürlich welche sind, die halt das wirklich real hinterlegen, dieses Wertpapier, und nicht auf Swap-Geschäfte zurückgreifen, wo sich Banken halt dann oder Fondsgesellschaften dann gegenseitig besichern. Also das läuft dann nach dem Geschäft ab. Ich mache jetzt hier keine Werbung für die Firma iShares, aber die hat halt viele, viele Fonds, wo halt das wirklich real hinterlegt ist, dieses Wertpapier. Und andere ETFs machen das auch Deutsche Bank meinetwegen macht das, aber man muss immer genau lesen, was es ist. Und wenn jemand längerfristig so ein ETF hat, sage ich mal für die Altersversorgung, dann bitte, bitte darauf achten, dass das kein Swap-Geschäft ist, weil wenn wirklich mal da eine Schieflage kommt oder wir eine Finanzkrise kriegen und dann sagt der eine ETF zum anderen, ich habe ja für dich 50 Daimler im Depot, dafür hast du doch von mir 50 Comdirect-Bank gekriegt oder sonst wie. Die müssen sich gegenseitig besichern und wenn dort einfach was kippt, dann ist derjenige, der die Aktie wirklich hat, klar im Vorteil, anstatt man sich gegenseitig besichert, weil dann müssen sie sich irgendwie einen auskeksen. Und da könnte es für die ETFs, die da Swap-Geschäfte machen, sage ich mal, dann schwieriger sein. Ja, also einfach mal nachlesen, ist ein interessantes Thema. Prima, dann bedanke ich mich für das Webinar, lieber Carsten, und vielen Dank auch alle Teilnehmer. Wir haben ja jetzt auch die Stunde voll bekommen und war wieder sehr interessant. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Termin. Du hast ja auch schon gesagt, Aufzeichnung ist erfolgt, beziehungsweise hoffentlich auch erfolgreich gleich beendet. Und bis dahin wünsche ich noch eine schöne Restwoche, gleich noch die FOMC-Sitzung wird bestimmt noch interessant. Ansonsten schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und Carsten, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Ich kann mich dir nur anschließen jetzt. Ein besseres Schlusswort kann man nicht finden. Ne? Bleibt gesund. Und wer jetzt noch Sonne hat, wie in Brandenburg, der geht noch raus mit einem Glas Wein und genießt es. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.